Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, Kevin. Bin hier kräftig am Umziehen, weil es noch Nacht und Quests kann ich noch nicht abgeben. Dann habe ich mir überlegt, ich bräuchte erstmal ein bisschen Stauraum. Weil ich brauche ja irgendwas zum Vollmühlen. Und das kriege ich hin. Also, das ist kein Problem. Warum habe ich da jetzt zwei? Muss das? So, das ist soweit voll. Ist jetzt auch das. Aber der krieg auch voll. Da macht euch mal keine Sorgen, der krieg schon hin. Also so voll. Ja, voll cool. Oh, Alter, zum Glück hat das nicht funktioniert. Das Eisen lasse ich hier natürlich. Das habe ich schon oben aufgewertet. Uns fehlen aber noch Spikes. Was seid denn damit? Weg damit. Achso, ich müsste wieder ein, zwei Bäumchen pflanzen, ne? Naja. Also, wenn man ein bisschen was bauen tut, dann kann es schon mal sein, dass da ein, zwei Bäume drauf gehen. So, weiter binden und mit den Spikes, aber da war der ja mit bei. Oh, Alter, ich muss hier aufpassen. Da ist der nächste Wolf. Ich wurde nämlich gerade selbst erschrocken von Wolf. Und, naja, Lieferando eben halt. Gut, dann nehmen wir den U. Eine Wolfshorde oder was? Oder wie? Und ich hab das nicht mitgekriegt. Ich sehe das jetzt gerade nicht so. Hm. Gut. Haben wir einen zweiten? Den habe ich fachmännisch in der Mitte immer gefaltet. Dann passt er nämlich besser in die Taschen. So. Alter, was ist mit dem passiert? Der sieht ja aus, als ob er einen LKW von vorne geknutscht hat. Aber volle Möhre. Gut, der ist weg. So, was habe ich denn jetzt? Gleich 4 Uhr, also haben wir immer noch Zeit. Ja, ich bin nämlich hier so rumgetourt und dann zack, auf einmal stand ein Wolf vor mir. Doch, das habe ich aufgenommen. Natürlich habe ich sowas aufgenommen. Wer hätte was anderes erwartet? Mal ein bisschen runterkühlen lassen. Ja, ja, so ist das nun, ne? Du machst erstmal nichts. Wow! Ich spring mal kurz hier rüber. Ich mach mal hier ihn auf Parkour. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ah! Na, kommst du hier? Oh! Ja. So, gut. Also. Das, was da oben ist, das bisschen, das muss noch rüber. Und da wir eh nur Zeit haben. Und ich sag mal so, wir werden noch eine Quest machen. Also, bevor die Horde losgehen tut, ne? Logischerweise. Warum gehe ich eigentlich bei mir rüber mit einem vollen Inventar? Das macht doch überhaupt ja keinen Sinn, Kevin. Und auch schon mitgekriegt? Oh, jetzt laufe ich wieder zurück. Ich gebe zu, diese Sache war gerade nicht so richtig durchdacht. Naja, gut, wa? Was du nie im Kopf hast, hast du eine Biene. Ne? Ja, wenn danach hin tut, dann müsste ich schon zusammenbrechen. Ne, wegen Schlankheit. Könnte ich mir quasi hinter einer Fuge verstecken. So, ich schmeiße. Kann ich. Ja, passt da. So, dann mache ich mal hier. Und lass auch gleich mal ein bisschen Munition in die Tasche. So, das kann darin, das brauche ich nicht. Das Bier brauche ich jetzt auch erstmal nicht. So viele Wasser brauche ich auch nicht. Eieieiei. Die Kohle nehme ich mit. Brauche ich nachher. Die lasse ich noch hier. Ja, die lasse ich noch hier. Brauche ich jetzt nicht. Ist jetzt gerade nicht so wichtig. So. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Sieht das jetzt besser aus? Naja, nicht viel, aber besser. So, hier ist der Mischer drin von Abi Schmacht. Habe ich das schon erwähnt? Ich weiß es ja nicht. Hey Leute, ich habe mir Mischer gebaut. Na klar, ihr wart ja mit bei. Boah, Alter, ich habe jetzt so viele offline so nebenbei versucht und gemacht und getan. Weiß ich schon ja nicht mehr, was ich gemacht habe. So, warte mal, kann ich den hier rufen? Natürlich, ist das ja nur besser.
Ist ja nicht, dass ich hier hinter auch noch aufwerten muss. Na ja, okay, dann buddel ich links und rechts noch ein Stück weiter und dann passt das schon. Dann steht mitten im Raum. Das ist jetzt nicht mein Problem. So, also, wo ist jetzt der Stein? Ich mache jetzt aus dem de Stein, mache ich jetzt the Keys. Dann kann ich das nämlich irgendwann mal in die Raumerzeit aufwerten. Was nie so schlecht ist. Und ich sollte mal so nebenbei, das würde ich mich eigentlich machen. Spix? Ja, spickst du denn? Ganze 6 Stück? Alter, das wird uns so den Arsch retten. Ich sage es euch, 6 Stück. Weil, wie gesagt, das hieß ja auch die 300, ne? Gegen eine Horde. Und so werde ich das ja wohl mit 6 Spikes schaffen. Schaffen wir es? Ja, wir können es schaffen. Hey, na du Sau. Wie fühlst du dich? So. Und wenn wir das dann drüben haben, dann kann ich dann auch mit euch los. Hey, Nase. Fängst schon ziemlich früh an, Junge. Nee. Ach ja, tralala. So. Na gut, sieht auch nicht viel besser aus, aber ein bisschen besser. Moment mal, ich müsste eigentlich rein theoretisch nach Adam Riesel müsste ich erstmal mitnehmen. Das ist nämlich total wichtig. Verdammt. Gut. Beim nächsten Mal. Ich habe jetzt keine Lust. Ständig hier hin und her. Das ist ja hier nur ein Hin und Her. So. Schön, 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 schön. Klappe zu, Affe tot. Naja, dann werde ich den Rest auf dahin rüber schleppen und dann ist es gut. Es wird schon alle drin passen. Als wir kippen. Naja, natürlich passt es darin. Es muss drin passen. So, warte mal, das lasse ich hier. Das auch, das kommt mit, das kommt mit, kommt mit. Bleibt hier, hier, hier. Hier, weil das werde ich später. Brauche ich das doch. Nee, ich nehme das mal mit. Sicher, sicher. Oh, ich muss noch ein paar Dings herstellen. Das darf ich nicht vergessen. Weil sonst schwierig. So, den Honig lasse ich auch hier. Wie gesagt, das auch. Papier lasse ich hier. Den Hammer lasse ich hier. Ist ja der Hammer. Den Tee lasse ich hier. Das ist schon eine Herausforderung für mich hier mit so einem riesen Inventar. Oh. So. So kann ich los. So kann ich los, so sollt ihr schienen, aber ich mache noch vorher was, weil die Lampe geht mir auf den Sack. Ist denn doch nicht so. Schnicke. Weil jedes Mal hier sämtliche Lampen, habe ich jetzt die aus, habe ich jetzt die aus. Hab ich echt gesagt, keine Böcke. Dit muss nie Sinn. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt immer noch Licht an, oder? Nee. Ich sollte mir angewöhnen, bla. Nachladen, zack, und die Zehennähe wieder geschnitten. So, da ist Ditte, da müssen wir hin. 800 Meter. Da, wo es nie glatt ist, kannst du rennen. So. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir dafür kriegen. Eine Rolex wird es nicht sein.
Coins. Wir könnten sie auch mal hier besser beschildern hier. Wetende Tierin. Hallo. Hab's gefunden. Ich geh mal wieder. Ich hab dich reingelegt, du Kleiner. Ups, warte mal kurz. Ach, ich nehm erst die Munition. Das stinkt. Ich weiß ja nicht, wieso. Wo ist denn die? Hallo. Kommen Sie mal bitte rum. Oh, Alter, ich sage euch. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ich schiebe das auf der Maus. Die ist nicht approved. Obwohl ich die schon eingestellt habe. Aber irgendwie mit dem neuen Mauspad, ich weiß es nicht. Schiebe ich das erstmal darauf. Ist glaubwürdiger. Oh nee. Mrs. Clean Ellie. Naja, es funktioniert schon besser. So, da ist ein Nichts. Da ist ein Nichts. Schön. Schön für Nichts. So, hier unten ist nichts mehr. So, und jetzt kommt natürlich Parkour. So. Müsste hier nicht auch noch ein Piepsi sein? Sag ich doch. Ja, ja. Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade sagen, das hätte doch sitzen müssen. Ich Meisterschütze. Ich würde doch nie daneben schießen. Gut, da kommt nicht lang. Ja, komm mal her. Mach mal einen langen Hals. Hey, sie hat zuerst. Dafür konnte ich nichts. Das ist alle bloß Verteidigung. Och, ist das schön. Er braucht eine Weile. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Das ist nämlich Lobo. Ich hab noch Schrutze. Ja, leck mich am Pupis. Ich krieg einen Organismus. Na. Warte mal, ich mach mal so. Weil dann kann er nämlich nicht von hinten kommen. Erscheinen. Okay, du weg, aber du in eine Tasche. So. Was sonst ist hier nichts, wa? Hallo. Du weißt aber schon, dass ich hier bin, oder? Schrutze abgesicht auf dieser Entfernung. Kabin, das ist, wie ist denn nicht so clever, ne? Aber der zappelt doch so viel rum. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ich glaube ja. An das eben. Habt ihr das eben gesehen? Du bist hier im falschen Biom, Mieze. Geh mal wieder rüber. Oh, Alter, das war knapp. Ich hab das schon am Hintern kratzen gemerkt. So, wenn die Katze da ist, laufe ich hier lang. Das ist bei uns zu Hause, Alter. Ich verstehe das nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, Jen gibt uns bei ihm Questen und er bei uns, oder was? Aber das stimmt nicht. Jen hat uns ja eher die ganze Zeit so Richtung Verbrannten hier geschickt. Aber okay. So. Oh, Alter, ich wollte gerade sagen. Da ist aber nicht viel Platz im Pool. So. Kommt mir auch eigentlich ziemlich bekannt vor. Gut, dann mache ich das normal. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Hallo! Das hatten wir ganz genau letztes Mal gehabt. Und da ist er weg, die rüber. So, ich mach mal kurz hier zu, weil, ich wäre hier an dieser Ecke interessiert. Schön.
schön, schön. So, warte mal. Ich könnte doch eigentlich rein theoretisch da... Siehst du? Ich brenne für meine Arbeit. Wollte ich bloß mal erwähnt haben. Ich bin der... Entflammte... Ach nee. Ich lasse es mal. So, was haben wir hier? Eine Tasche. Mit einem Holzbogen. Ja, Junge. Das ist ja... Was haben wir? Das habe ich aber vorhin noch nicht mal nachgeguckt. Kann ich das nicht überhaupt... Nee, das will ich gar nicht tragen. Was kostet mir das da? 300. Ich kann das noch nicht mal... Aber gut, dass ich auch alles verkauft habe, was ich verkaufen wollte, wa? Ist richtig geil, dass ich dran gedacht habe. Ich würde sowas nie vergessen. Verdammt nochmal. Ist da wer? Ich komme gleich. Also, erscheinen. Ich muss bloß noch mal hier mal ganz genau nachschauen. Weil hier ist Dude. Aha. Gut, ich weiß, ich brauche nicht nachladen. Noch nicht. Nochmal. Oh, oh. So dicht und trotzdem daneben geschossen, Karbin. Die hat schon eine extreme Streuwirkung. Die ist schon... Hey. Da fallen mir so ja die Worte nicht ein. So. Gut, was haben wir hier? Ja. Gut, komm rüber. Hallo. Ich bin hier. Aber muss ich extra zu dir hinkommen oder was, Mädel? Dung, erstmal mit der Nase eine Furche gezogen. Ich lade immer nach, falls irgendwas passiert. Lieber es vorbereitet sein. So, jetzt ist es raus. Naja, stehst du da ohne Munition? Das ist natürlich ohne gut. So, das Dude ist natürlich, ich weiß, dass das eine Mine ist. Keine Munition verschwinden. Erstmal nachladen. Hä? Wer ist denn das für eine Verarsche? Der Knaller ist gezündet. Primo, danke. Sonst gibt es nämlich Mecker von Egger und das will ich nicht. Eggert. Ich mach mal hier die Klappe zu, da ist nämlich was versteckt. Und ich will nie überrascht werden. Hey, Munition. 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 Juhu. Und Pullerwasser. Lecker Schmackofatz. So ein Topf. So, so. Ich wollte gerade sagen, hier Hälfte da, da Hälfte ist so ein Schrank. Mach auf. Jedes Mal aufs Neue. Und morgen stellt mir so vor, kommen die Zombies an, schwerer Tag und so. Ich habe die ganze Zeit Horde gehabt. Setzen, wollen sich hinsetzen auf den Kaffee und dann zack, bums, liegen sie auf dem Boden. Entschuldigung, ich hab komische Gedanken. Was soll ich machen? Zum Glück ist der Doppelschuss. Würde ganz schön dumm dastehen. So. Ja, 15 Schuss. Da geht noch was. Hallo. Diesmal nicht. Diesmal bin ich vorbereitet. Anvisieren und durchziehen. Oh.
Na? So, you beat me. Pipi. So, dann haben wir die Mii auch gleich weg. Ich bin drin, Harry. Ich muss mir dann wirklich nachher Reparierkits bauen. Weil sonst sieht das echt übel dübel aus. Ich hab dich gesehen. Oh du herrlicher Loot. Das war knapp. Hallo. Kommen Sie mal bitte hier durch. Durch diesen Gang. Oh, sie ist ja neu an die Tod. Gut, ich warte nochmal. Unverschämte Maid. Es geht aufwärts. So, ist hier hinter irgendwas? Da ist eine Tasche. Ich will die haben. Gut, das ist aber besser als das, was ich jetzt habe, ne? Aber ist auch inventarmäßig, will er kein Anschluss unter dieser Nummer. Was habe ich denn? Ach du Kacke, ich habe ja hier noch das hier. Halt! Halt, stopp! Das hat jetzt keine Reparierkette gekostet, oder? Wir werden es nie erfahren. Wahrscheinlich schon. Hallo. Ich bin jetzt oben. Ich hab so die Gefühle, könnten jetzt gleich in zwei Zombies kommen. Ich sollte mal mit die Waffen umstellen, ne? Ach, was soll's. No fun, no risk. No risk, no fun. So rum. Mach mal kurz die Tür zu. Wir machen unseren alten Tick-Tack. Hallo. Sie kommt. Sie kommt rum. Sie ist gleich an der Tür. Hallo. Ach, hier unten. Na gut, hat er ja richtig gut funktioniert. Niedergestreckt von Robo. Rombo. Komm mal rüber. Danke. Noch nicht gereicht. Danke. Sie hier? Was ist mit ihr? Noch ein Stück. Danke. Inventar. Arsch. Gut, das kann ich hier eigentlich hier lassen. So. Brauche Platz für den ganzen Loot. Schön, schön. So, was haben wir denn hier drinne? Ne, dann zeig mal. Knarz hast du. Na, die Hälfte haben wir schon. Guck mal erstmal, was ist denn hier los? Ist nicht so viel. Nicht so viel wie erhofft habe. Warte mal, ich mach das mal kurz clean. Ich habe ja eh Holz. Der Hammer, der kann auch weg. Kann auch weg. Na gut. Ich würde mal sagen, die Quest haben wir geschafft. Das muss vorsichtig sein. Ein wenig Vorsicht. So, was haben wir hier? Tun, was ein Kabin tun muss. Ich muss auch ab und zu mal mich von Sachen trennen können. Ich glaube, die Schuhe waren zu gut. Statt hier den Stoff wegschmeißen, ich hält. So, was geben die denn? 40.
An Anfang brauche ich jeden Futzel und später kann ich das einschmelzen. Hey, da ist noch was. Da ist noch Loot. Gut, hier ist noch mehr Loot, aber wenigstens das mitnehmen. So, dann haben wir das geschafft. Dann bringen wir mal schnell die Quest weg. Vor allen Dingen schnell, Alter, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke. Funktioniert ja, Villa. Mit meinem Vorhaben. Pünktlich auf die Sekunde. Ja, ja, gut. Also, ich renne mal schnell zurück und dann nehmen wir die Quest ab. Bis gleich. So, sie haben jetzt hier erreicht. So, jetzt erstmal da runter und dann die Quest abgeben und dann muss ich Feier machen. Ach, übrigens, ich habe den einen Punkt schon verteilt. Ich habe jetzt bei Mining jetzt Kumpel noch geskillt. Dass wir ihn halt hätte fertig kriegen. Dann krieg ich ja auch ein bisschen mehr. So, ne? Ich hoffe, dass das sich jetzt lohnt. Ja, okay, ich durfte jetzt auch nicht groß erwarten. Wir sind ja eben halt Queststufe 2. Ist noch nie so. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich nehme da lieber die Tabletten. So, und jetzt auf ihn. Ja, komm. So, verkaufen. Und dann nach Hause, denn ich habe schon, also wir müssen jetzt denn die nächste Folge, ja mal ein bisschen zu Hause die Spikes und so machen, ne? Gelobt, das ist ja nie so eine schlechte Idee. So, den kann ich eh nicht verkaufen. So, was habe ich denn noch hier? Wo ist denn jetzt das Silber, wollte ich gerade sagen. Dann haben wir das verkauft. Und der Rest kommt mit. So, was hast du denn... Er hat hier 40. Boah, das nehme ich erstmal mit. Da ist nichts. Da sind Rezepte, aber wie gesagt, die kaufe ich nicht, weil warum sollte ich mir die kaufen, wenn ich die irgendwie im Haus finde, ne? Warum sollte ich da Kohle ausheben? Da stoben wir wieder 6000. That's right, do the math. Ja, hast du eine Anzahlung? Ich möchte gerne... ja, gut, okay. Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich werde mir jetzt auf den Weg zurück machen. Wie gesagt, nächste Folge ein paar Spikes hochstellen und so, weil, wie gesagt, ist ja bald 14 und Tag 14 und dann ist ja Horde, bis da, dann muss das halt schon stehen, ne? Und es dauert ja ein bisschen mit meiner Axt noch, ne? Also, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann morgen. Genau. Also, bis dann. Tschüss.